Eho, wieder mal ein Nach-der-Arbeit-Video. Und wir machen heute was ganz was Schnelles. Ihr erinnert euch vielleicht an die Bratwürste, wo mir die Silke was, glaube ich, ja, geschickt hat. Und die machen wir heute. Der Rostbratwürste mit Käse vom Thüringer Dürrockschwein. Jawohl, wie ich das Video selber nenne, weiß ich noch gar nicht. Haltbar bis 1.12.21, also gar kein Thema. Und das andere, was noch war, was ich unbedingt noch dazu sagen wollte, die Würstchen waren gut gekühlt in dem Karton. Also, wenn ich jetzt so fühle, waren die im Karton genauso kalt wie jetzt, wo ich sie aus dem Kühlschrank rausgenommen habe. Also, das wollte ich nochmal dazu sagen. Also, da habe ich gar keine Bedenken. 2, 4, 6, 8, ja gut. Ich werde jetzt 4 Stück rausholen. Werde ich nicht anritzen, eben wegen der Käsefüllung. Und dann werden wir die schön indirekt auf der Weberkugel grillen. Genau. Das machen wir jetzt. Leute, wir gehen raus. Und wollt ihr auch Bratwürste? Gibt's aber nicht. Haha. Okay, gehen wir raus. So, Freunde, der Grill ist vorgeheizt. Indirekt. Ne, hier indirekt. Und drüben, wenn ich sie noch rüberroll, direkt. Wie gehabt. Und hier haben wir unsere Käsebratwürste vom Thüringischen Dürrock. So was, glaube ich, jawohl. Und die legen wir uns jetzt einfach ganz einfach in indirekten Bereich. Und tue die jetzt auseinander hier. Ob wir die nachher noch direkt auf die Glut draufhauen, ich weiß es noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal, wie sie sich hier entwickeln. Neue Bratwürste, neues ausprobieren. Ganz einfach grillen. Einfach nach ein paar Minuten mal schnell reingucken, ob sich schon was getan hat. Ne, nicht viel. Nicht viel. Ich glaube, ich kann sie ein bisschen näher legen. Ich lege sie doch noch direkt drauf. Schauen wir mal. Naja, so langsam nehmen sie ja Farbe an. Ja, bei Bratwürsten schaue ich lieber öfters mal nach. Aber ich glaube, die legen wir nachher noch direkt drauf, dass sie schön braun werden. Hoffentlich nicht schwarz. Da drin macht es schon poff poff. So war das eigentlich nicht geplant. Lassen sie schon langsam auf. Ja. Der Käse quillt natürlich raus. Ich glaube, ich lege sie doch direkt mal schnell drauf, dass sie eine Bräune kriegen und dann kann ich sie ein bisschen weiter weglegen. Einfach mal schön antoasten hier. Und wie ihr seht, geht es über mit der Glut sehr schnell. Die beste Zange habe ich mal rausgesucht heute. Mann. Fast schon schade um den Käse, der rausquillt, aber mit Verlusten ist zu rechnen. So, jetzt lassen wir sie noch eine Minute im indirekten Bereich ziehen. Und dann können wir sie auch schon vom Grill nehmen.
Dann würde ich mal sagen, die sehen gut aus. Die erkläre ich jetzt ganz einfach für fertig. Besonders weil ich einen riesen Kohldampf habe und mindestens ein Würstchen essen werde. Weil gerade eben ist Patricia auch eingeflogen und die soll ja auch was abbekommen. So. Ganz einfach Bratwürste grillen. So, Freunde. Und da haben wir. Ja, Patricia, du auch hier? Ja. Da haben wir die Rostbratwurst mit Käse vom thüringischen Duroc. So war es, glaube ich. Lecker Kartoffelsalat. Hat mein Schatz mühevoll in Handarbeit gerade erstellt. Ja, den probiere ich natürlich zuerst. Lecker wie immer. Richtig geil. Jetzt schneide ich mir mal so eine Bratwurst, so ein Bratwurststück. Jetzt bringe ich es gleich gar nicht mehr raus. Ab. Und weil Silke wollte nämlich unbedingt wissen, wie mir die schmecken. Oder uns. Käsewürste sind einfach heißer. Ja, Silke, ich kann dir sagen, die Bratwürste mit Käsefüllung sind sehr, sehr lecker. Vielen Dank nochmal dafür. Habt ihr schon die Wurst probiert? Lecker. Lecker. Schatzi? Heiß. Heiß und lecker? Mhm. Mhm. Tja, Freunde, dann würde ich schon fast behaupten, sind wir schon wieder am Ende vom Video angelangt. Klein bisschen Senf noch mit drauf. Ein Däumchen nach oben würde mich freuen, auch wenn es bloß ein kleines Bratwurst-Video war. Aber es war einfach nur eine Verkostung. Hier sind alle verschnupft gerade. Und naja, da passt eine Bratwurst, eine heiße. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Lecker.